Hallo und willkommen zur Vorlesung Kontextualisierte und annähernd intelligente Systeme im Sommersemester 2021. Das Thema des heutigen Videos ist Culture and Computing. Im Gegensatz zu den anderen Themengebieten habe ich keinen eigenen Foliensatz vorbereitet. Wir arbeiten uns das Thema vor allen Dingen über die Literatur, die angegebene Literatur, die ihr auch im LearnWeb findet. Nichtsdestotrotz haben wir aber in der Kurssprechstunde über das Thema gesprochen und ich habe ein paar Hintergrundinformationen gegeben, ein paar Fragen beantwortet und ja, der Videomitschnitt dieser Kurssprechstunde folgt daher jetzt. Gut, fangen wir mal an mit dem Begriff der Privatsphäre oder der Privatheit. Und jetzt haben wir ja erstmal ein grundsätzliches Problem, wenn wir von ambienten oder kontextualisierten Systemen reden. Und das ist das, wenn man tatsächlich Ambienz erreichen möchte, braucht man eine gewisse Art von Sensorik und Aktorik. Und wenn man eine Kontextualisierung erreichen möchte, braucht man auch ein relativ ausgeprägtes Modell von den möglichen Kontexten und damit implizit oder explizit auch über die alltäglichen Beschäftigungen des Menschen, für die man hier die Kontextualisierung macht, zumindest in dem Bereich, in dem diese Kontextualisierung stattfindet. Das heißt, wir brauchen in gewisser Hinsicht ein gewisses Daten. Wir brauchen Daten, wir brauchen Modelle dafür, wie die für die Benutzerinnen und Benutzer von Systemen letztlich. Wenn ihr euch an die Definitionen von Boris de Ruyter und Emil Arz anschaut, da steckt das ja auch explizit drin mit der Personalisierung und mit der Antizipation etc. Das heißt, wir müssen sie erstmal haben. Und dann stellt sich natürlich dann gleich die Frage, wo werden solche Daten gespeichert und wie können wir sicherstellen, dass wir eine bestimmte Kontrolle dafür haben? Wenn man sich jetzt existierende Smart Home Systeme anschaut, existierende Assistenzsysteme wie Voice Assistants etc., dann sind diese halt in erster Linie dadurch gekennzeichnet, dass sie auf einer zentralen Architektur aufbauen, dass sie darauf aufbauen, dass es kommerzielle Services letztlich sind, ne? Also sozusagen Amazon ist daran interessiert, über die Echos dann halt. Die Geräte sind ja für das, was sie können, gar nicht mal unbedingt so teuer. Was liegt natürlich auch daran, dass sich die Hersteller darüber, also ich meine, abgesehen von dem, ich sag mal, von den drei großen Einträgen, die es so gab, Amazon, Google und Apple, waren sicherlich die Apple Devices noch die am ehesten versucht haben, auch über die Hardware und die Services dann direkt das Geld zu verdienen, während bei Google und Amazon ja auch eindeutig andere Interessen im Vordergrund stehen. Ich meine, Google ist ja letztlich eine Werbefirma, die auch noch eine Suchmaschine betreibt heutzutage und die natürlich gerne so viel wie möglich Informationen hat, auch um zum Beispiel Targeted Advertising zu machen und ähnliche Dinge. Und Amazon, ja, hat ja direkt Verkaufsinteressen. Das heißt, wenn wir solche Systeme benutzen, haben wir auf jeden Fall, kaufen wir uns damit ein, dass die Daten auch bei einem anderen Unternehmen liegen. Jetzt hat man dann eine relativ basale Möglichkeit, die eigene Privatsphäre zu schützen, indem man die Geräte ausschaltet. Aber ansonsten muss man halt damit rechnen, dass hier Stimmdaten da sind, die auch jeweils an die Firmen gehen. Das ist erstmal ein grundsätzliches Problem. Und das liegt in der Architektur auch begründet, dass es mit dieser Art von System auch nicht anders geht. Jetzt gibt es so die einzige Möglichkeit, da eine Privatsphäre, wenn man sagt, das möchte man nicht, die einzige Möglichkeit wäre dann ja zu sagen, okay, wir machen weitgehend die Verarbeitung vor Ort. Das ist ja letztlich das, was wir auch mit dem
mit dem Cake-System, was ich das in der letzten Woche vorgestellt haben, versucht haben für jetzt für Ambienz, nicht für Spracherkennung zu machen. Das verlangt aber eben auch sowohl die entsprechende das zur Verfügung stellen von entsprechender Rechenleistung und von entsprechenden Modellen zu Hause. Und gerade so etwas wie sprecherunabhängige Spracherkennung lebt halt davon, dass wir tatsächlich eine sehr große Anzahl von Daten haben, dass wir Sprachmuster von verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern haben und auf denen wir dann entsprechende Modelle trainieren können. Und das ist ja sozusagen dann der nächste Schritt. Also nicht nur in der Benutzung, sondern auch in der Erstellung von Systemen brauche ich Daten. Und für die Erstellung von solchen Systemen brauche ich noch viel mehr Daten. Das heißt, auch die existierende alternative Open-Source-Lösungen für Sprachassistenten hatten halt das Problem, dass sie erstmal an diese Daten rankommen mussten. Es gab ein Projekt von Mozilla, das relativ auch eine Integration von Spracherkennung in den Browser vorangetrieben hat. Das Projekt ist jetzt vorbei aber die dabei erstellten Sprachmodelle sind halt glaube ich, immer noch verfügbar und dieses Modell basiert halt auch darauf, dass das halt im Sinne dass das bewusst Leute, die ihre Sprachdaten auch zur Verfügung gestellt haben, ne? Während so die Modelle, die jetzt ja die die Das ist nicht unbedingt allen Leuten klar, dass wenn sie einen Sprachassistenten heute benutzen, dass auch das ihre normale Interaktion mit diesem Sprachassistenten zur Weiterentwicklung der Systeme beiträgt. Durchaus im positiven Sinne. Also ich sag mal, wenn jetzt irgendwie Alexa oder der Google Assistant an Stellen sich einschalten, wo sie sich nicht einschalten sollten, weil irgendwie Codewörter falsch erkannt worden sind, Aufwachworte falsch erkannt worden sind, dann ist es ja durchaus sinnvoll, dass da auch mal jemand drauf guckt und schaut, wo ist denn das hier schief gegangen. Nur das ist halt vielen nicht unbedingt klar, auch wenn sie es vielleicht irgendwann mal in den viel zu langen Eulers abgenickt haben. Das heißt, wir haben ein Problem mit dass wir den sowohl in der zur Verfügung stellen von solchen Services und in der Nutzung von solchen Services, dass wir einfach Zugriff brauchen auf die Daten. Und beide sind nicht so einfach zu lösen für das zur Verfügung stellen von Services. Das Trainieren brauchen wir einfach zumindest dann, wenn wir in erster Linie datengetriebene Modelle benutzen, relativ große Datenmengen. Und diese Einschränkung, zumindest dann, wenn wir datengetriebene Modelle benutzen, ist halt einer der Beweggründe dafür auch gewesen, dass wir in einigen Projekten, die ich auch vorgestellt habe, eben einen etwas anderen Ansatz gegangen sind als einen rein datengetriebenen Ansatz. Also wenn ihr euch an die Smart Doors erinnert, die nur dann aufgehen, wenn ich auch die Intention wenn mein Verhalten die Intention zeigt, ich möchte durch diese Tür hindurchgehen, dann haben wir das Modell dafür halt entwickelt, indem wir auf dass das grundlegende Modell entwickelt, indem wir auf Daten aus einem anderen Forschungsprojekt zurückgegriffen haben, wo es also darum ging, wie Kommunikation wie Kommunikation abläuft in Operationssälen oder wie Kommunikation abläuft in sogenannten Med-Team-Einsätzen. Also Med-Teams sind, da ist das Konzept, dass wir im Krankenhaus, wenn auf einer Station ein Notfall eintritt, dass bei diesem Med-Team-Konzept ist es so, dass es spezialisierte Teams, Notfallarzt- und Notfallpflegerinnen, Pflegerteams gibt, die auf solche Notfälle auf den Stationen reagieren und in die Stationen reinkommen und dort mit ihrem spezialisierten Fachwissen, auch wenn zum Beispiel irgendwelche
Ja, ein Herzinfarkt ist jetzt schon fast die einfachere Sache, aber wenn dort multiples Organversagen plötzlich passiert, dass die Leute dann zu der Station kommen und die dort anwesenden Pflegerinnen und Pfleger dann auch unterstützen. Und wir haben also auf, und da gab es halt Projekte dazu und da wurde dann halt schon ein relativ umfangreiches Verhaltensmodell erstellt, ne? Wie Kommunikation abläuft. Und wir konnten auf diesem aufbauen und deshalb waren wir in der Lage, die Türen mit dem Erkennensraten, die wir erreicht haben, zu realisieren, nachdem wir sie nur eine Woche tatsächlich aufgestellt hatten und die Interaktion gefilmt hatten. Sprich, wir haben die immer noch aufstellen müssen, klar, weil die Intention, durch eine Tür zu gehen, kann man halt bei den Operationssälen nicht unbedingt so einfach erkennen. Aber wir hatten halt eine Ethical Clearance, also wir haben dann auch, das war halt ein übliches Forschungsprojekt, das heißt, man muss dann dafür auch für solche Experimente auch die Videoaufnahmen etc. auch die entsprechenden Genehmigungen haben. Und wir hatten halt die Genehmigung, dass wir die Tür eine Woche in einem Flur, in einer Uni aufstellen konnten und dann die Leute dabei gefilmt haben, wie sie damit interagiert haben. Das heißt, wir sind mit relativ wenig Datenmaterial ausgekommen, das zu tun. Man kann wir brauchen, und das ist eine Privatsphärengeschichte, eine Datenkontrollgeschichte, wir brauchen Daten für die Erstellung von solchen Systemen. Wir können das aber versuchen zu minimieren, indem wir vielleicht nicht nur mit rein datengetriebenen Ansätzen arbeiten, auch wenn das gerne heutzutage gemacht wird, sondern bereits gucken, was wissen wir vielleicht schon vorher, welches Art von Wissen können wir hier bereits einbauen, um die Systeme sozusagen zu primen, dass wir dann letztlich die Daten, die Analyse von Interaktionen mit solchen Systemen nur noch brauchen, um das System zu fein zu tunen oder um eine Personalisierung durchzuführen. Das ist also ein Punkt, an dem man die Anzahl von Daten, wenn man das so sagen möchte, die Menge an Daten, die man für die Erstellung des Systems braucht, minimieren kann. Und das ist auch grundsätzlich Privacy förderlich. Ein Problem, was häufig auftaucht, ist, dass gerade heute Systeme, die irgendeine Automatisierung, irgendeine Art von Erkennung realisieren, nicht auf Datensätzen auch trainiert werden, für die keine explizite Zustimmung vorliegt, um es mal vorsichtig zu sagen. Es gibt einen ganz großen, ihr habt vielleicht davon gehört, jetzt irgendwie Copilot bei GitHub, wo dann irgendwie vorliegende Software analysiert wurde für das Trainieren von Modellen, ohne vielleicht auf die Lizenzbedingungen genau Rücksicht zu nehmen, der GitHub-Code hatte. Es gibt die Fälle von Bildern, die einfach von Facebook etc. übernommen worden sind, oder von öffentlichen Datenquellen zur Trainierung von Gesichtserkennungssystemen. Das ist problematisch und wenn man selber solche Systeme, was heißt problematisch? Das sollte man nicht tun. Dafür gibt es sowohl legale als auch ethische Gründe, warum das problematisch ist. Das heißt, wenn man solche Systeme selber baut, dann ist das dieses an die notwendigen Daten um das Cold Start-Problem zu überwinden. Also ich brauche Daten, um über etwas machen zu können. Aber ich komme nicht an viele Daten ran, wenn ich nicht schon was mache. Das heißt, ich brauche vielleicht ich brauche Daten, die aus anderen Kontexten kommen, die in anderen Zusammenhängen angefallen sind, um überhaupt anfangen zu können. Das ist ein schwieriges Feld und da erreichen wir dann auch die Themen, die andere, ich sag mal eher problematische Bereiche von datengetriebenen Systemen angehen, nämlich
Bias in Datensätzen, ne? Dass wir halt vielleicht Datensätze haben, die schwierig sind, weil sie nicht die Gesamtheit abbilden. Also das, wenn man mal im weitesten Sinne kann man sagen, so ein Seifenspender ist, den man in der, den man vielleicht im öffentlichen Raum hat, der also sozusagen so einen Sensor hat, ich halte meine Hand runter und dann kommt Seife raus. Ist ja in gewisser Hinsicht kann man das ja als irgendwie ambientes System in den Hintergrund treten, das technische System begreifen. Und ich weiß nicht, ob ihr da die entsprechenden Videos, Tweets, TikToks und so weiter gesehen habt, aber gibt genügend Beispiele dafür, dass diese Seifenspender halt nicht unbedingt bei dunkelhäutigen Personen funktionieren, weil dort die Trainings da, weil das gar nicht als Hand erkannt wird. Das heißt, da machen wir neben der Privatsphäre noch ganz andere Fässer auf. Wer sich für solche Themen mehr interessiert, der sollte dann vielleicht aber im nächsten Semester in der Informatik und Gesellschaft Veranstaltung auftauchen, die ich als Seminar anbieten werde. Das heißt, hier zurück zur Privatsphäre. Das heißt, wir haben Privatsphäre-Probleme in der Erstellung von solchen Systemen. Wie können wir das sicherstellen, dass wir das machen? Und wir brauchen an der Stelle einfach viele Daten. Wir können nur versuchen, das zu minimieren, indem wir einigermaßen modellgetrieben auch arbeiten, zumindest parallel dazu. Dann stellt sich halt die Frage, wie sieht das aus mit dem Datenschutz während der Nutzung? Und da muss man sich, glaube ich, eingestehen, dass es die eine Alternative ist halt, wir machen das vollständig vor Ort. Leider sind die kommerziellen Systeme, die wir heute haben, meistens darauf ausgelegt, dass eine gewisse Art von Verarbeitung zentralisiert stattfindet. Zumindest wenn ich einen Sprachassistenten habe, der mein Smart Home steuert, wird zumindest die Spracherkennung dann über die Server von Google oder von Amazon laufen in der Regel. Viele dieser einfachen Smart Home Steckdosen, die man vielleicht auf eBay oder AliExpress sich kaufen kann, haben dann irgendwelche Telefonieren damit mit Servern in China, um dann den Schaltvorgang auszulösen etc. Das heißt, vieles von dem, was an Consumer Hardware da ist, hat zumindest das Potenzial, dass das Daten nach außen dringen. Da muss man halt ein bisschen bewusster sein. Man kann das auch einigermaßen, man kann versuchen, das zu umgehen, indem man vielleicht lokale Systeme für die Smart-Home-Steuerung hat. Aber auf dem Markt durchgesetzt. Es gibt immer wieder Projekte, die zum Beispiel auch sowas wie die Voice Assistance dann zu machen. Es gibt Open Source Voice Assistance, die auch in Hardwareform vorliegen. Es gibt gerade wieder ein MIT-Projekt dazu, das sind aber nicht die ersten, und von daher wird es spannend zu sehen, ob es vielleicht tatsächlich irgendwann mal ein Projekt gibt, das mit Open Source Hardware, mit Open Source Komponenten, mit vielleicht zu Hause installierbaren Systemen wie Cake, die entsprechende Intelligenz auch mitbringt. Das heißt, wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir auch in der Nutzung Daten vielleicht preisgeben an andere, stellt sich dann die Frage, welche andere Arten von Schutzmechanismen kann es vielleicht geben. Und eine andere Art von Schutzmechanismus, die da ist, ist zum einen, basal ist immer, ich muss der Firma vertrauen, mit der ich diese Services liefert, mit denen ich meine ambienten Systeme realisieren, meine kontextualisierten Systeme realisieren kann. Google kann mich nur an meine Termine erinnern, wenn ich die Termine bei Google im Google-Kalender eingetragen habe oder wenn Google sie aus meinen E-Mails heraus extrahieren kann. Aber in vielen Fällen reicht halt auch eine, die Frage ist, wie stark muss die Personalisierung sein oder inwieweit reicht auch sich es innerhalb einer bestimmten Teilpopulation zu finden. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, was man ja hat, sind solche Services wie wie viele Leute sind jetzt gerade in irgendwelchen Gaststätten oder wie viele Leute sind gerade in irgendwelchen Läden. Das sieht man dann bei Google Maps auch auftauchen. Und für dieses brauchen die natürlich die entsprechenden
die entsprechenden Daten auch von Einzelpersonen, dass dort gerade das Telefon sich in einem bestimmten Raum, in einem bestimmten Laden befindet. Darüber hinausgehend sind aber viele Services auch realisierbar, indem man eine adaptive Granularität hat. Das ist ein sehr beliebtes Verfahren, dass ich halt davon ausgehe, dass wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, wie die Mobilität sich so entwickelt, wo sich Leute, was ja in Pandemiezeiten jetzt gar nicht so uninteressant ist, dann kann ich halt sagen, dass die einzelnen Daten, der Ort von einzelnen Personen nur so genau angegeben wird, dass mindestens n weitere Personen das gleiche Datum haben. Sprich, wenn ich mich wenn ich jetzt mal bei der Ortsbasierung als einen kontextuellen Faktor belassen, dann kann ich jetzt nicht mehr einzelne Personen identifizieren, sondern ich kann nur noch sagen, diese Person war in diesem oder jenem Umfeld, und wie groß dieses Umfeld ist, das ändert sich halt danach, je nachdem, wie viele Leute ebenfalls an dem Ort sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in einem an einem Ort bin, wo sehr viele Leute sich gerade befinden, was weiß ich, Einkaufszentren, Badeseen etc., dann ist die Ortsbestimmung relativ genau. Und wenn es halt relativ wenig Leute gibt, auf dem Dorf oder sowas, dann ist der Ort auch relativ groß. Das ermöglicht mir dann immer noch die persönlichen Services anzubieten, aber es ermöglicht mir etwas, aggregierte Services anzubieten, wie zum Beispiel, wie viele Leute, wie ist die gesamte Mobilität, wo gibt es für die Darstellung von Verkehrsstaus etc. brauche ich nicht unbedingt individualisierte Daten, sondern kann auf diese Technik zurückgreifen. Das ist also eine Möglichkeit, die man hat, also differenzielle Privatheit, dadurch, dass wir halt versuchen, Leute jeweils zu gruppieren in Gruppen, das ist ja auch, das ist ja auch der Ansatz, den letztlich Apple verfolgt auf den Apple Devices, wo sie versuchen, so den Weg zu gehen. Wir wollen den Unternehmen immer noch die Möglichkeit geben, so eine Art Targeted Advertisement zu machen, aber auf der anderen Seite nicht die genauen Zahlen so preisgeben. Das ist also eine Möglichkeit. Ein zweites Problem neben der tatsächlichen Kontrolle über die Daten ist natürlich auch die der inwieweit es kontrollierbar ist. Auf der einen Seite ist es zwar hübsch, wenn ein System irgendwie einen Ausschalter hat, dass man halt sagen kann, an dieser Stelle möchte ich das nicht weitergeben, aber die Frage ist halt, inwieweit auch den Leuten halt bewusst ist, was preisgegeben werden kann, prinzipiell. Was ich damit meine, ist, dass es ja, dass die Verknüpfung von verschiedenen Datenmustern ja nicht unbedingt immer ersichtlich ist. Und das heißt, wenn wir da jetzt sehr, selbst wenn wir ein sehr feingliedriges System aufbauen, wo Leute darüber entscheiden können, welche Daten von ihnen weitergegeben werden können, in welchen Kontexten, heißt das nicht unbedingt, dass die Konsequenzen auch klar werden. Im guten wie im negativen Sinne. Also sozusagen, welche Sachen funktionieren halt nicht mehr, wenn die Leute etwas ausschalten, oder welche Sachen schalten sie nicht aus, die vielleicht sehr wichtig sind. Und das war ja auch einer der Gründe, die immer wieder vorgebracht worden sind, warum es so schwierig ist, einfach zu sagen, für jede Software, für jede App, die ihr auf einem Android-Telefon habt, solltet ihr einstellen können, welche Daten sie Zugriff hat und welche nicht, weil das Argument war, nicht nur vorgeschoben, die Leute nicht unbedingt ein mentales Modell dafür haben, was dort dann wirklich passiert. Und wenn wir mal irgendwie davon ausgehen, dass die mentalen Modelle, die
die Leute von den Systemen haben, mit denen sie umgehen, eher darauf gerichtet sein sollten, welche Probleme sie mit den Systemen lösen wollen und weniger, wie das System technisch funktioniert. Das ist eine grundlegende Anforderung eigentlich aus der Mensch-Computer-Interaktion, dass ich eben nicht gezwungen bin, mich die technische Realisierung, die Programmlogik zu verstehen, sondern dass es eher darum geht, ein mentales Modell dafür haben, wie ich dieses Werkzeug nutzen kann, um Probleme zu lösen, die ich habe, wie ich dieses System nutzen kann, um vielleicht das sind ja nicht nur Problemlösungen, sondern um mich zu unterstützen oder um mir ein Spielerlebnis zu geben, etc. Wir wollen die Leute ja nicht dazu zwingen, ein genaues Modell zu haben über das System, mit dem sie umgehen. Und das hat aber natürlich führt das Problem mit sich, dass selbst die faktische Kontrollierbarkeit, von welche Daten ich tatsächlich auch freigebe, nicht unbedingt zu einer realisierbaren Kontrollierbarkeit führt, weil ich nämlich gar nicht weiß, welche Auswirkungen es hat, wenn ich bestimmte Schalter umlege oder nicht umlege. Auch das wiederum ein Argument für eigentlich solche Systeme, wie wir sie mit Cake vorgeschlagen haben, wie sie in der Forschung auch immer wieder auftauchen, wo wir sehr lokale Infrastrukturen haben, die die Ambienz erstellen sollen. Und in gewisser Hinsicht ist das vielleicht auch ein Feld, in dem ihr euch bewegen könnt, wenn ihr jetzt irgendwie noch das weiter vertiefen möchtet. Sowohl im Alltag für euch selber, wenn ihr euch jetzt Lust habt, irgendwelche den ambiente Systeme zu nutzen, um euren Alltag besser zu gestalten, oder ob ihr das irgendwie im Rahmen von irgendwelchen weitergehenden Arbeiten machen wollt, ist das sicherlich ein Punkt, wie kann ich Ambienz herstellen und dabei vor Ort bleiben und auch diese Kontrolle sicherstellen. Es gibt noch ein paar andere Methoden, die sind auch in einem Artikel noch erwähnt, den ich euch noch zur Verfügung stellen werde. Aber mir ging es hier erstmal um die Einordnung, wie ich es auch sonst bisher gemacht habe, sozusagen den Kontext vorzubereiten für die Artikel, die technischen Lösungen oder die genauen Verfahren. Solche Sachen eignen sich meinen Augen sowieso weniger für diese Art prinzipiell schon weniger die eignen sich weniger für diese Art von Vorlesung, die an sich eher darauf ausgerichtet ist, dass ich ein bisschen die Einordnung mache. Das ist jetzt ein zirkulärer Schluss, den ich gerade mache. Ich finde, solche Sachen kann man an der Stelle auch einfacher nachlesen, als dass man sie irgendwie dass ich sie euch nochmal erzähle. Das heißt hier, wie gesagt, die kontextuelle Einordnung. Gerade eben habe ich bereits gesagt, dass es ja nicht nur um die Lösung von Aufgaben geht, sondern auch um die vielleicht um spielerischen Charakter oder ähnliches. Und auch da hatten wir in den letzten zwei Wochen bereits ein paar Beispiele für Spiele gesehen oder für Anreicherungen von Alltagssituationen mit digitalen Medien das ist der Bereich, in dem ich jetzt noch ein bisschen erzählen möchte. Was wir haben, wenn wir uns die generellen Beschreibungen, Architekturen, Definitionen etc. anschauen, ist ja immer damit verbunden, dass wir bei ambienten Systemen sowas haben wie eine Brücke zwischen einer virtuellen Welt, einem virtuellen Modell und der physischen Realität, in der wir uns bewegen. Das ist ja notwendigerweise gegeben, wenn wir Ambienz herstellen wollen. Wir müssen auf der einen Seite wir wollen auf der einen Seite einwirken auf das auf die physische Welt und auf der anderen Seite wollen wir halt das, was wir in diese, auch wie wir in dieser Welt einwirken, wollen wir halt erstmal in einer realisieren wir erstmal in einer
in einem Modell dieser Welt. Und das heißt, wir können, das hat auch ein Gro dass wir da auch nicht nur ein großes Potenzial, nicht nur für die Erfüllung von Aufgaben haben, wie ich gehe in einen Raum rein, einen Seminarraum rein, der konfiguriert sich automatisch für die Vorlesungssituation oder für die Gruppenarbeitssituation, sondern auch für andere Teile des Alltags. Und Huizinga hat vor vielen hat ein, es gibt von Huizinga ein Buch, das heißt Homo Ludens, und wo er halt so sich auch damit beschäftigt, wie spielerischer Charakter eigentlich, was spielerischen Charakter ausmacht und wie spielerischer Elemente auch in anderen Bereichen auftauchen. Also sozusagen wie Bereiche wie Ritualhandlungen etc., aber eben auch zu dem, was wir vielleicht klassischerweise Spiele nennen. Und das ist für ihn ist das ein sehr, sehr, eigentlich sehr umfassender Bereich, dass das Spielerische, was auch nicht unbedingt einfach abgrenzbar ist von das ist Spiel und das ist nicht Spiel. Darauf aufbauen, haben dann aber andere Leute versucht, das noch ein bisschen genauer zu fassen. Was macht eigentlich etwas Spielerisches? Was macht das Spielerische aus? Was macht eine Sache zum Spiel? Und welche Charakteristik hat ein solches Spiel? Und jetzt muss ich mal irgendwie hier das versuchen, das zu finden. Ich das, egal, ich erzähle das mal. Und ein Aspekt, der häufig benutzt wird, der so der im oder eine Definition, die man häufig wiederfindet, ist die des magischen Zirkels, des Magic Circles, und wo sagt, dass das Spiele halt mehrere Begrenzungen haben. Sie haben eine Begrenzung des Raumes, wir haben ein angenommenes Spielfeldes, wir haben eine Begrenzung nach der Zeit, also es gibt eine gewisse Zeitdauer. Und wir haben auch sowas wie eine Begrenzung der Spielerinnen, Spielenden. Also das sind die Spielenden, das sind die Nicht-Spielenden. Und das ist etwas, gibt noch andere Komponenten, aber das sind mal drei Aspekte, die da in meinen Augen auch ganz spannend sind, die man benutzen kann, um das Spielerische um ein Spiel abzutrennen von dem Nicht-Spiel. Und es wird ja sowieso in vielen Bereichen auch von Konzepten gesprochen, wie Gamification, dass wir Teile von anderen Aktionen, Aktivitäten mit spielerischen Elementen überladen. Das passt dann ja auch wieder letztlich zu Huizingas Idee, dass das gar nicht so ganz klar immer abtrennbar ist oder dass das Spielerische halt in anderen Bereichen auch auftaucht. Aber es hat halt auch in meinen Augen eine relativ enge Beziehung zu dem, was wir in Ambientensystemen haben, weil wenn wir jetzt Ambientes die oder andersrum, wenn wir die das diesen magischen Zirkel durchbrechen wollen, also das Spielerische nicht nur für bestimmte Zeiten, für bestimmte Orte und für bestimmte Personen definieren wollen, dann sind wir sehr schnell auch an einer Sichtweise, die kompatibel ist mit einer Sichtweise auf verschwindende Computersysteme. Was ich damit meine, ist, dass wir, ja, also ein ambientes System wird ja eine
an einem bestimmten Ort realisiert sein. Das heißt, an diesem Ort wird es dann auch passieren. Aber dieser Raum kann natürlich prinzipiell schon mal sehr groß sein. Aber es ist ein ambientes System, sollte ja, wird in der Regel längerfristig laufen. Also man muss sich nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt einfinden, um ein Spiel zu spielen. Und auf der anderen Seite sollte es vielleicht auch offen sein für die Personen, die jeweils da sind. Sollte personalisierbar sein, etc., aber sollte sozusagen in der Lage sein, und solche Systeme sollten ja in der Lage sein, dass man mit ihnen interagiert. Und das heißt, dass Technologien, die man auf der einen Seite für die und Methoden, die man auf der einen Seite für ambiente Systeme benutzt, auch durchaus nutzen kann, um solche spielerischen Charakter vielleicht den Alltag zu bringen, diese Durchbrechung dieses magischen Circles halt zu machen. Das ist sozusagen der Überbau. Und was heißt das in der Konsequenz? Das heißt in der Konsequenz, dass ihr vielleicht solche Dinge habt, wie dass ihr in Einkaufszentren irgendwelche Projektoren habt, die an der Decke angebracht sind, irgendwelche Sensoren habt, die an der Decke angebracht sind, und dann werden dort irgendwelche Fußbälle auf den Boden projiziert oder Fische auf den Boden projiziert, und die interagieren mit den Leuten, die in diesem Einkaufszentrum durch die Gegend laufen. Diese Art von Technologie finde ich eigentlich durchaus sehr, sehr spannend, weil sie eine andere Art von Auseinandersetzung mit dem Raum auch auslöst. Klar, warum habe ich sowas in einem Einkaufszentrum? Dann kann ich dann vielleicht, die Kids können dann irgendwie virtuellen Fußball spielen und finden das ganz klasse, so mit projizierten Bällen zu spielen. Wenn die Kids happy sind, sind die Eltern happy und verbringen vielleicht mehr Zeit im Einkaufszentrum. Also klar, diese Komponente ist die Motivation. Aber sie geht ja darüber, kann ja darüber hinausgehen. Ein sehr interessantes Projekt, für das ich auch noch einen Artikel dann ins LearnWeb stellen werde, ist Dancing in the Streets. Sorry. Und da war halt in einem in York in England wurde ein Platz mit genau dieser Art von Technologie halt ausgerüstet. Und wenn ich jetzt mal kurz das entsprechende Bild hier dann teile, Moment. Das ist sozusagen aus dem Artikel, den ich euch auch noch zur Verfügung stellen werde. Das ist so ein Platz, ein Ort in York, an dem diese Kunstinstallation dann halt an dem die installiert wurde, Kunstinstallation installiert wurde. Und was dann dazu geführt hat und was dann dort auftauchte, waren genau solche Sachen, wie dass Leute Fußball spielen können oder dass sie mit irgendwelchen Lichteffekten interagieren können, etc. Und das hat diese Installation hat halt diesen Platz, der dort ja eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, er sah nicht unbedingt einladend aus. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber irgendwie so zwischen verschiedenen Häusern eingebettet. Vielleicht so eine Art von Sackgasse. Das sind nicht unbedingt immer so die nettesten Orte, an denen man sich auch gerne bewegen möchte. Und die Frage, die man halt so mit dieser Kunstinstallation dort geguckt hat, können wir auch durch diese Verknüpfung von digitalen und physischen Räumen, können wir die Nutzung, den Charakter des Ortes auch verändern. Und das fand ich, das ist insofern ein spannendes Projekt, weil dort halt auch viele Leute tatsächlich aufgetaucht sind, während dann diese Installation da war. Bis hin, dass sie sich, weil das wurden immer wurden zeitlich gesteuert verschiedene Aktivitäten gemacht, dass sich dort anscheinend auch Gruppen zum Fußballspiel verabredet haben, die dann zur richtigen Zeit dort auftauchten, dass der virtuelle Fußball erscheint, etc. Also die hatten eine
eine Veränderung der Nutzung des Ortes hervorgerufen. Das heißt, sorry, in einem kleinen Maßstab, wenn man jetzt mal, ist das eine mit das ist jetzt mit relativ basalen Technologien entwickelt worden. Das kann man also auch mit dem, was man heute an Gestenerkennung hat, etc., durchaus einfacher und oder mehr erreichend, mit umfangreichen Interaktionsmöglichkeiten bietend erstellen. Ist hier ein Beispiel davon, wie das aussieht. Naja, es gibt noch andere Beispiele, nur damit ihr sehen könnt, welche anderen Möglichkeiten die dort noch angeboten haben. Das ist jetzt irgendwie das Tanzende miteinander verbunden werden oder hier, dass einfach Fußabdrücke den Leuten folgen, etc. Also weitere Möglichkeiten. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, die Frage ist ja, wie können wir, kann sozusagen diese Art von Technologie auch zu einer neuen Auseinandersetzung mit öffentlichen Räumen beitragen? Und klar, das war jetzt eine Kunstinstallation in einem zeitlich begrenzten Rahmen auch durchaus, aber sie hat halt gezeigt, dass eine digitale Überladung, wenn man so möchte, auch eine neue Art von Interaktion zwischen Menschen schafft. Dass Leute hier auch über das Projekt geredet haben, etc. Und jetzt gerade in der Zeit, wo wir aus verschiedenen Gründen, glaube ich, stärker mit der Frage konfrontiert werden müssten, wie sich der öffentliche Raum entwickelt, kann so etwas vielleicht Ideen liefern für weitere Veränderungen im öffentlichen Raum. Was meine ich damit? Also wir haben auf der einen Seite haben wir natürlich durch die Pandemie ja noch sich wahrscheinlich noch verstärkende Verödung von Innenstädten, die sich ja lange Zeit darauf konzentriert hatten, irgendwie in erster Linie Einkaufs- und Erlebnis zu ich finde das den Begriff schon schwierig, des Einkaufserlebnisses. Aber gut, sozusagen die sozusagen sich auf den Handel bezogen haben, gerne auch mit einer automobilen Erreichbarkeit durch den Wegfall von dieser persönlichen Interaktion mit dem stationären Handel sicherlich noch beschleunigt, aber nicht dadurch hervorgerufen, ist dieses Modell, das ist halt nicht unbedingt tragfähig. Ne? Also wir haben gerade so die großen Kaufhäuser haben wir durchaus schon bereits vor der Pandemie Probleme gehabt, ökonomische Probleme zu haben. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wie können wir Innenstädte auch neu denken. Ich sage jetzt nicht, dass ambiente Systeme die Probleme der Innenstadt lösen werden, aber es ist zumindest ein Teil, über den wir Es ist ein, kann ein Teil von solchen Lösungen sein, dass wir tatsächlich die Innenstädte wieder zu Orten von Interaktionen nicht nur mit der Digitalität haben, sondern darüber vermittelt auch zur Interaktion von Menschen miteinander. Dazu ja auch die Herausforderung, wie sich durch die notwendige Veränderung von Mobilität ergeben werden, in meinen Augen zumindest notwendige Zurückdrängung von Individualverkehr etc. Aufgrund der ziemlich üblen Situation, was das Klima angeht. Das heißt, hier werden wir auch da gucken müssen, wie können vielleicht intelligentere
Wegeleitung, wie kann eine wie kann eine Wiederbelebung sowohl im Sinne des Spielerischen als auch im Sinne von Informationsvermittlung, Optimierung von Prozessen dort eine Rolle spielen. Also das ist, ich finde dieser Artikel, ich finde ihn einfach sehr, zeigt so ein bisschen, wie man halt mit der wie man mit Technologie interagiert und zeigt so ein bisschen diesen Übergang von reinen Problemlösungs, von Arbeitsprozessoptimierungsgeschichten, wie wir sie in der Informatik sehr, sehr häufig an sich antreffen, hin zu einer tatsächlich einer Veränderung von Lebenswirklichkeit. Vielleicht. Und das ist so dann das Zentrum dieses Durchbrechens, auch was im Sinne dieses, was im Zentrum dieser Idee des Durchbrechens des magischen Circles geht, dass wir also diesen spielerischen Charakter dann auch durchaus über den Raum hinaus, dass wir eben kein definiertes Spielfeld haben, dass wir keine definierten Spielzeiten mehr haben, dass wir vielleicht auch keinen definierten Raum mehr haben. Das geht dann direkt natürlich ein in das, wo wir auch tatsächlich spielen, ne? Wo wir auch ein Spiel haben. Und das heißt, in meinen Augen ist auch so diese Grenze zwischen Ambienten, Systemen Spielen, die im Bereich, im Bereich Alternate Reality, Augmented Reality angesiedelt sind, so ein bisschen fließend. Was heißt nicht fließen? Also das ist jetzt auch falsch gesagt. Also es gibt dort Verbindungen zwischen diesen beiden, zwischen diesen Bereichen. Und was ich also auch noch tun werde, ist, dass ich euch noch ein paar Beispiele für solche Spiele präsentieren möchte. So, ich möchte so ein paar Spiele mal vorstellen, für die es Artikel geben wird. Und das eine ist, die Idee, kann man vielleicht ein Spiel, was es was es als Computerspiel bereits gibt, kann man das auch in der physischen Welt spielen. Und da haben wir halt nehmen wir mal als Beispiel das Spiel Pac-Man. Die Idee daher, und da möchte ich euch zwei sehr verschiedene Art und Weisen vorstellen, wie man das, oder euch zwei Artikel ans Herz legen, die das auf zwei sehr verschiedene Art und Weisen realisieren. Das eine ist sozusagen die Low-Tech-Variante. Hier haben wir irgendwie Pac-Man in den Straßen von Manhattan. Sie rennt jetzt gerade von einem Geist weg und das Straßennetz von Manhattan, was er dann auch durchaus so diese vielleicht nicht ganz unähnlich ist dem Spielfeld von Pac-Man im Sinne dieses Layouts der rechtwinkligen Straßen und so weiter. Hier haben wir also dann die Möglichkeit, dass sozusagen dass wir Spieler haben, die versuchen, Sachen einzusammeln, die auf den Straßen für Pac-Man vorhanden sind, und werden sie gleichzeitig von Geistern verfolgt werden. Und die Frage ist halt, wie werden die gesteuert? Und hier sieht man sozusagen das Kontrollzentrum, dass es halt Leute gibt, die das auf der Straße spielen, die werden aber dann gesteuert von anderen Menschen. Das ist sozusagen eine sehr, sehr Low-Tech-Lösung, die aber auch so diese Brücke schlägt von der virtuellen in die physische Welt. Und dann haben wir halt ein anderes Beispiel, das ist das gleiche Spiel, Pac-Man. Hier, das wird aber mit einem Verhältnis zu dem, was wir gerade gesehen haben, relativ komplizierten Art von System realisiert. Hier haben wir nämlich tatsächlich ein Variable-System, wo die Leute einen Rucksack mit einem Rechner tragen, der sozusagen ihnen dann noch ein Head-Mounted Display liefert, und dann kann ich halt ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen, das ist natürlich nur ein Schwarz-Weiß-Bild, aber dann gehe ich halt durch
gehe ich halt durch die Straßen und finde dort tatsächlich die aufzunehmenden Pillen, die mir Punkte geben werden. Die sehe ich durch mein Head-Mounted Display. Das heißt, hier habt ihr eine sehr unterschiedliche Idee. Hier haben wir sozusagen die Idee, dass wir in der Stadt vielleicht irgendwelche Papierschnitzel haben an Laternenpfählen und ähnliches und so, dass dieser Teil des Spiels physisch ist, während wir hier in diesem Beispiel halt eine weitergehende hier sieht man das, wie das so aussieht, durch ein Head-Mounted Display eine weitergehende technische Realisierung haben, ne? Eine andere Art von Immersion. Also Immersion, Spiele spielen, leben ja auch immer davon, dass man dort in sie hineintaucht, ne? Die Immersion. Und hier haben wir halt zwei sehr verschiedene Arten und Weisen, diese Immersion herzustellen, nämlich einerseits die Immersion herzustellen, dadurch, dass man tatsächlich eine Mixed Reality darstellt und die andere, dass wir sagen, dass die Immersion hergestellt wird, indem die noch mehr Elemente an sich in die physische Welt übertragen werden, eben auch die aufzunehmenden Cookies. Was haben wir noch als Beispiel, was ich euch erzählen möchte? Wir haben etwas, was vielleicht für die heutige Zeit ein bisschen makaber nah ist. So, das ist so die Idee, dass wir Epidemic Menace, auch hier haben wir sozusagen, da ist die Idee, dass es irgendwelche Viren gibt, die herumschweben und die wir versuchen müssen zu bekämpfen. Und auch hier wieder so die Idee, wir haben ein Kontrollzentrum, wo vielleicht eine Landkarte gezeigt wird, wo irgendwelche Ausbrüche visualisiert werden. Und dann haben wir unsere Ghostbuster-mäßigen Leute, die dort durch die Welt rennen und dort diese Viren versuchen einzufangen. Also das wäre jetzt ein Beispiel für ein Spiel, was vielleicht auch euch, was vielleicht auch ermöglichen kann, so im Sinne von Serious Games auch eine bestimmte Awareness für komplexe Prozesse zu geben. Ist ja nicht nur die anhaltende Pandemie. Auch dafür hatten wir das hätte ich an sich in der letzten Woche schon vorstellen können, ein Spiel, was bei mir in der Masterarbeit entstanden ist, wo jemand, wo es also vor allen Dingen auch um sozusagen die Interaktion von verschiedenen Geräten geht. Ne? Also wieder Weiser, wir haben Pads, Tabs und Boards. Und wie können wir jetzt, in diesem Spiel in der Masterarbeit wurde halt ein Spielfeld, eine Weltkarte sozusagen angelegt. Und auf dieser Weltkarte waren dann, und es wurde ein Virus-Outbreak simuliert und es wurde simuliert, wie der Virus über verschiedene Wege halt sich verbreitet hat in andere Länder und einzelne Spieler haben jeweils ein einzelnes Land gespielt und haben sozusagen ihr sowohl die globale Landkarte gesehen als auch Informationen für ihr Land auf einem Mobiltelefon gesehen und konnten dann entscheiden, inwieweit sie Informationen mit anderen Leuten teilen wollten, welche Strategie sie für ihr Land gewählt haben, etc. Dieses Spiel, die Masterarbeit, haben wir konzipiert, bevor es mit Corona wirklich losging. Also es hatte dann leider eine sehr, sehr interessante Aktualität. Er hat das Spiel also realisiert, während wir im ersten leichten Lockdown waren, sozusagen.
Also das ist auch eine Ambienz im Spiel realisiert. Möchte ich euch da noch was... Und es wird zu dem Thema wird es noch zwei, drei andere Artikel geben. Aber nur das so mal so zur Veranschaulichung jetzt hier, was meine ich damit, wenn ich von der Verknüpfung von spielerischem Charakter, von Spielcharakteren und Ambienz rede. Ich rede halt wirklich darum, verschiedene Arten des Überbrückens von virtuellen und realen Welten zu finden. Wo halt und das auch eine sehr verschiedene Granularität tatsächlich auch ablaufen kann. Genauso wie sozusagen die auf der einen Seite ist ja Weisers Phase 1, wir arbeiten mit Pads, Tabs und Boards, wie er selber sagt, nicht die Realisierung dessen, was er sich an sich vorstellt, aber auf der anderen Seite kann man das ja auch als hat das ja auch positive Aspekte, ne? Also worüber wir ja schon gesprochen haben, dass wir bei Tabs, Pads und Boards eben auch eine wesentlich einfache Möglichkeit haben, explizite Interaktionen zusätzlich zumindest zu realisieren zu der impliziten Interaktion, die vielleicht bei rein ambienten Systemen vorherrscht. Und gerade so die Überlagerung mit physischen Dingen, da nähern wir uns dann so dem Bereich des Tangible Computings an. Wie können also physische Objekte auch eine digitale Funktion haben. Also man kann sich ja vorstellen, dass diese in Pac-Manhattan halt die Sachen, die Zettel, die dort vielleicht einfach aufgenommen werden, die an einem Laternenpfahl hängen, dass die halt tatsächlich auch den digitalen Count, Spiele-Counter hochsetzen, ohne dass ich danach die Anzahl der Zettel zählen müsste, etc. Gut, das ist zu dem Bereich. Dann nochmal als letzten Punkt und gar nicht mehr so lange, weil wir auch schon wieder eine ganze Weile weil ich ja schon wieder eine ganze Weile spreche, zu dem Bereich der Emotionen. Warum ist Emotionserkennung, warum ist das überhaupt ein Bereich, den ich als in der Diskussion über ambiente Systeme relevant finde. Und zwar wenn ihr euch nochmal an das Modell von Arz und Reuter erinnert, ist ja zumindest dann, wenn man von der Systemintelligenz zur sozialen Intelligenz geht, ist ja auch die Rede davon, dass die Systeme, die Menschen in ihren und die Moods, die Stimmungen der Leute erkennen können sollen und damit umgehen können sollen. Das heißt, von gewisser Hinsicht ist, wenn man dieser Idee folgt, ist es also notwendig, dass wir tatsächlich eine Emotionserkennung realisieren. Und das Feld, das was heutzutage Affective Computing heißt, affektives Computing, ist begründet worden von Rosalind Picard. Die hat sozusagen dann das längere Zeit versucht, ihr Konzept von Computing, was die emotionale Zustände des Menschen einbezieht, zu etablieren und hat das nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen aber tatsächlich dann auch sozusagen geschafft, so diese Idee zu verankern. Und die Idee dahinter ist, dass wir in unserer in unserem Alltag halt nicht ich meine, Mensch als Animal Rationale, also die Fähigkeit des rationalen Handelns ist angelegt, aber das ist halt macht nicht die Gesamtheit des Menschen aus. Und wir haben Gefühle, Emotionen, Affekte sind ja ein wichtiger Teil des menschlichen Seins. Und die Idee oder was sie halt versucht hat zu
zu pushen, ist so die Idee, dass wir das auch als eine Dimension betrachten sollten, die Eingaben an den als Eingabemodalität an den Rechner vielleicht möglich sind. Und wir machen da aber ein ganz großes Fass auf. Ne? Also zum einen ist sozusagen was die Frage so Emotionen, Affekt, was ist so der Zusammenhang? Da sind wir in der Informatik, wie üblich, sind wir da so ein bisschen unsauber, was so die Begrifflichkeiten angeht. Also wir reden da gerne von Emotionserkennung, aber was wir eigentlich eher erkennen, ist so die Erkennung eines Ausdruckes. Und dieser Ausdruck ist dann wiederum schon in einer Relation zu Emotionen zu sehen, aber ist halt für sich etwas anderes. Das heißt, ich kann zum Beispiel, was halt häufig gemacht wird, ist so Emotionserkennung über Gesichtsausdrücke und so weiter. Das ist aber eigentlich nicht so aussagekräftig, wie das vielleicht einige Leute gerne hätten. Nichtsdestotrotz ist so die Idee, können wir jetzt irgendwie so die Emotionen, den emotionalen Zustand einbeziehen, sehr in meinen Augen sehr, sehr interessant, weil es kann zum Beispiel dann tatsächlich dazu führen, dass wenn ich erkenne, dass Menschen in bestimmten Situationen vielleicht nervöser sind als in anderen, dann kann ich, oder wenn dann, dass sie dann kann ich ihnen vielleicht mehr Hilfestellung bieten. Und das ist ja eine der Ideen von ambienten Systemen, dass wir auch versuchen, Systeme zu entwickeln, die ohne explizite Interaktion Hilfsangebote machen, die ohne explizite Interaktion die Räume verändern. Und insofern ist sozusagen auch diese Forderung von Art und der Reuter nachvollziehbar, dass wir hier auch eine gewisse emotionale Intelligenz brauchen. Ne? Dass also in bestimmten Situationen halt vielleicht einige Aktionen besser angebracht sind als andere, dass ich auch in einigen Situationen mehr Erklärungen liefern muss über das, was gerade passiert, als in anderen. Und diese Art von, oder auch in Verbindung zu dem, was wir gerade gemacht haben, zu den Spielen, so eine Forschungsgruppe in Polen, die machen sehr interessante Dinge dazu, dass sie auch ein adaptives Game-Level-Design machen. Ich durfte das einmal ausprobieren, da wurde sozusagen ausgestattet, die so ein bisschen meine Anspannung messen sollten. Und die Idee dahinter war, dass ich in einem Spiel bin und beim Spiel möchte ja man, auf der einen Seite möchte man ja den Leuten eine Herausforderung bieten, ein Challenge bieten, aber es sollte halt auch nicht frustrierend werden. Also das ist so dieser Punkt, so viele Spiele haben also diese relativ einfache Grundidee, dass es eigentlich eine Aufgabe gibt, die vielleicht prinzipiell gar nicht so schwierig ist, aber die wo diese Aufgabe in immer kürzerer Zeit zu lösen ist und so, dass wir so wenn ihr euch an die Medieninformatik-Vorlesung erinnert, dass es da halt so diesen Zeit-Genauigkeits-Trade-off gibt und dass ich dann halt dadurch, dass ich gezwungen werde, die Aktion immer schneller auszuführen, halt auch ungenauer werde. Ne? Das ist so die Grundidee hinter Tetris. Es kommen das Grundproblem Klötzchen so anzuordnen, dass sie komplette Reihen bilden, ist vielleicht nicht so kompliziert, aber dadurch, dass diese Klötzchen immer schneller kommen, werde ich gestresst. Und die Grundidee bei diesem Spiel, was Greg und seine Kolleginnen und Kollegen dort realisiert haben, ist, dass halt mein Stresslevel gemessen wird und dass ich in einem Spiel, wo es darum war, irgendwie so ein Shooter-Game letztlich, wo es darum ging, dass die Feinde, die ich erkennen muss und mit denen ich mich auseinandersetzen muss, dass die halt, wenn ich mehr gestresst
es wurde ein bestimmter Stresslevel von mir erwartet, aber wenn ich zu sehr gestresst wurde, dann wurde das Level auch etwas einfacher, und wenn ich zu ruhig war, dann wurde das Level schwieriger. Also das ist so die Idee, dass man das als im Spielbereich zum Beispiel nutzen kann, um Adaptivität herzustellen, die Leute auf einem bestimmten engagierten Level zu halten. Und das kann aber, wie gesagt, ja auch bei anderen Aspekten eine große Rolle spielen, dass man Emotionserkennung. Als Bogen zurück, nur mal vielleicht als mahnende Worte zum Schluss oder so etwas, zu der Privatsphäre, dass es schon erste Berichte dazu, oder dass es das irgendwie vor kurzem eine amerikanische Versicherung sozusagen oder ein Technologieunternehmen, die eine Technologie für Versicherungen anbieten wollte, zu sagen, hier deine Eingabe von Schadensmeldungen machst du über Video, und wir machen dabei eine Emotionserkennung und eine Affekterkennung, ein paar andere magische Dinge, und dann erkennen wir, ob dieser Mensch, der hat vielleicht einen wirklichen Schaden hat, den er meldet, oder ob es hier wahrscheinlich um Versicherungsbetrug geht. Ja, und dann sind wir halt in einem Bereich, wo tatsächlich, wo wir nicht nur in meinen Augen tatsächlich, wo es auch darum geht, dass wir jetzt Daten benutzen, die auf einem Modell vielleicht von neurotypischen Personen erstellt worden sind, wo zum Beispiel dann auch Leute, die vielleicht neurodivers sind, mit dieser Interaktion mit einem derartigen System in große Probleme geraten werden. Und auch das ist sozusagen grundsätzlich wiederum das Problem, dass wir bei solchen emotionserkennenden Systemen natürlich wieder von einer gewissen Standardisierung ausgehen. Das heißt, auch hier bräuchten wir eigentlich eine weitergehende Personalisierung. Gut, aber wie gesagt, diesen Artikel von Rosalind Picard, den stelle ich euch auch noch zur Verfügung. Ich stelle euch ein paar Spielideen zur Verfügung und was zur Privatsphäre. Das heute dann mal zur grundsätzlichen Einordnung. Soweit der Mitschnitt der Kurssprechstunde. Eure Fragen, Kommentare und Anmerkungen können wir gerne im LearnWeb weiter diskutieren.